Waldhof gegen Fortuna Düsseldorf, der 17. gegen den 14. Endspiel oder Endzeitstimmung? Wolf-Dieter Poschmann aus Mannheim. Es war schon ein wenig enttäuschend. Nur 11.000 Zuschauer kamen zum vielbeschworenen Schicksalsspiel ins Waldhofstadion, trotz aller Appelle und Hilferufe. Hallo Waldhof-Fans! Heute seid ihr der 12. Mann. Wir stehen hinter den Blau-Schwarzen. Macht unserer Truppe Mut und stärkt den Waldhof-Buben den Rücken. Das sind die Buben. Der Begriff ist wörtlich zu nehmen, obwohl Kapitän Dickieser und Torwart Zimmermann wieder aktiv waren. Die Last lag auf den Schultern überwiegend junger Spieler, teilweise noch Amateure, denn immer noch fehlen 8 Stammspieler, teils verletzungsbedingt, teils wegen Sperre. Und so lief das Spiel während der ersten Halbzeit über weite Strecken, besser gesagt über kurze Wege. Die Fortuna aus Düsseldorf in Bestbesetzung sah keinerlei Anlass für große Aktivitäten. Und, welche Überraschung, die Mannheimer wollten sie dabei auch nicht großartig stören. Und das lag sicher nicht nur an der sommerlichen Schwüle. Hin und her und längs und quer, von Aufbäumen, von verbissenem Kampf gegen den Abstieg, war wenig zu spüren in der ersten Hälfte. Mehr schon von fehlendem Selbstvertrauen. Die Waldhöfer präsentierten sich völlig verunsichert. Bei manchen Spielern hatte man den Eindruck, dass sie regelrecht erleichtert waren, wenn der Ball an ihnen vorbeilief. Wie sonst ließe sich erklären, warum die Spieler nicht energisch dazwischen funkten, um das Spiel an sich zu reißen. Und wenn sie mal in Ballbesitz kamen, fiel ihnen auch nicht viel ein. So lief das Spiel denn eher auch gemächlich daher. Waldhofs Trainer Sebert und sein Assistent Herr mögen wohl eins am meisten gefürchtet haben, ein frühes Gegentor. Das wäre denn auch beinahe gefallen. Nach gut einer Viertelstunde, eingeleitet durch einen Eckball von Michael Büskens, den Kopfball von Kapitän Lohse, konnte Zechel gerade noch von der Linie schlagen. Die Szene noch einmal, die Waldhöfer an die 0:6 Niederlage in Köln erinnert haben mag, als 4 Treffer aus solchen sogenannten Standardsituationen resultierten. Freistoß kurz vor der Halbzeit für die Platzherren und die Riesenmöglichkeit für Lutz Siebrecht und Volker Rudel. Aber wie kläglich die Chance vergeben wurde, zeigt die Zeitlupe noch einmal. Wer solche Situationen nicht zu Toren nutzt, der darf nicht klagen, wenn ihm am Ende entscheidende Pünktchen fehlen. Das mögen wohl auch die Trainer gedacht haben. Alexander Ristić verbrachte vergleichsweise geruhsame Stunden, auch als die Waldhöfer druckvoller wurden in der zweiten Halbzeit. Peter Lux im Doppelpass mit Günter Güttler, dem früheren Bayern-Spieler. Die Flanke und die Riesenmöglichkeit für Volker Rudel. Auch diese Szene noch einmal. So mancher Spieler war ganz einfach überfordert. Anders ist das wohl nicht zu erklären. Trainer Sebert mag nach Maßnahmen und Auswegen gesucht haben, allein er fand sie nicht. Dafür die Düsseldorfer. Wie so oft in ähnlichen Situationen, wenn die einen drücken, aber erfolglos bleiben, geben die anderen die Antwort. Thomas Alofs auf Bernd Klotz. Und der erzielt 7 Minuten vor Schluss das einzige und entscheidende Tor für die Fortuna. Wir bleiben oben, signalisiert Ristić, die mitgereisten Anhänger aus dem Häuschen. Mannheims Kapitän Dickieser niedergeschlagen und den Tränen nahe, während sich Düsseldorf-Spieler von ihren Schlachtenbummlern verabschiedeten und auch von den Abstiegssorgen. Günter Sebert, war's das in Mannheim in der ersten Liga? Sicher, es gibt noch eine geringe Möglichkeit, einen Strohhalm, aber der ist mittlerweile sehr, sehr dünn. Sie lächeln so ein bisschen gequält. Haben Sie schon in den letzten Wochen damit gerechnet oder ist das doch jetzt eine harte Geschichte für Sie? Sicher, wenn man irgendwo im bezahlten Fußball absteigt, dann ist es mit Sicherheit eine sehr negative und eine belastende Angelegenheit. Gar keine Frage. Sind Sie ein verdienter Absteiger? Wenn man die Vorrunde betrachtet bei uns, den Beginn der Rückrunde. Da waren Sie in UEFA Cup näher. Richtig, ich habe das erste Rückrundenspiel zu Hause gegen Kaiserslautern gefehlt und gewonnen. Und das war einfach der letzte Spieltag, in dem wir mit unserer kompletten Mannschaft haben auflaufen können. Dann ist es von Spiel zu Spiel, sind personelle Probleme aufgetreten. Und was sich jetzt in der Endphase in den letzten 6-8 Wochen abgespielt hat bei uns, das ist also mit Sicherheit im bezahlten Fußball eine Einmaligkeit. Herr Ristić, haben Sie den Torschützen, den Bernd Klotz, vorher mal so richtig heiß gemacht als ehemaligen Mannheimer, dass auf seinen Schultern heute eine besondere Last liegt?
Nein, er hat sich selbst heiß gemacht. Er musste von Mannheim weggehen und das ist meistens so. Genau heute haben wir einen Fall gesehen von Westerbeck. Er hat Tor geschossen gegen Bochum, ehemalige Bochumer. Und das ist oft so im Fußball, wenn einer geht weg, dann macht er auch Tore gegen ehemalige Mannschaft. Sie haben, Fortuna war ja lange ganz, ganz hinten, auch in den aussichtslosesten Tagen und Wochenenden immer gesagt, wir schaffen das noch. War das Zweckoptimismus oder waren Sie sich tatsächlich so sicher? Ich war ganz sicher. Warum? Ich habe eine junge, kluge Mannschaft. Und dann, wir haben fast immer unten und das ist ein Vorteil gewesen. Das wissen Sie warum? Nee. Wir haben ein bestimmtes System, wir haben taktisch gut junge, ausgebildete Spieler und dann kämpferisch, wir sind nicht schlechter als viele Bundesligamannschaften. Aber Sie wollen mir nicht und sagen, dann, dass es eine gute Taktik ist, immer ganz hinten nein, zu bleiben? Nein, ich will Ihnen nicht das sagen, immer hinten, aber das war viel besser. Wir haben keine Höhe, keine Tiefe gehabt. Wir wussten von Anfang an, wir kämpfen zum Überleben, dann haben wir geschafft. Naja, aber Sie haben doch eigentlich dann öfter eine Tiefe gehabt und Sie meinen, weil Sie dann eben Steigerungsmöglichkeiten hatten, hat es dann noch geklappt? Tiefe haben wir nicht gehabt, nur wir haben tief gestanden. Aber